Mein Name ist Markus Müller, ich arbeite hier am Institut für Europäische Geschichte in der Abteilung für abendländische Religionsgeschichte. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Stuttgart, habe in Tübingen Theologie studiert und habe mich dann in Kirchengeschichte spezialisiert. Mein Forschungsprojekt zurzeit dreht sich um den Mainzer Domprediger Johann Wild, der hier im 16. Jahrhundert im Mainzer Dom für den Bischof jeden Tag gepredigt hat. An Wild ist vor allem spannend, dass er im Grunde zwischen den entstehenden Konfessionen sich positioniert. Also er denkt in vielen Punkten wie Martin Luther, teilt auch vieles der damaligen Kirchenkritik. Aber auf der anderen Seite wollte er nie evangelisch werden, ist also immer Mönch geblieben. Dass er so eine Mittelposition hatte, das hat den Mainzer Erzbischöfen damals sehr gut gefallen, weil das sehr gut in ihre Religionspolitik reingepasst hat. Aber außerhalb von Deutschland, vor allem in Italien und Spanien, hat die Inquisition das, was Wild geschrieben hat, für lutherisch verseucht gehalten und hat halt gemeint, man muss es zensieren bzw. die Bücher verbessern, die Fehler rausstreichen quasi und die Bücher neu drucken. Und diese Expurgationsverfahren, die untersuche ich eben. Als ich das Projekt angefangen habe, war die größte Herausforderung eigentlich zunächst mal mit den Handschriften klarzukommen. Also alles auf Latein, alles von Hand geschrieben und die Leute haben damals ganz viel abgekürzt, also viel, viel mehr Abkürzungen verwendet als wir heute. Das heißt, man hat in jedem Satz 5 bis 10 abgekürzte Wörter und muss halt erstmal diese ganzen Abkürzungen lernen und auch die Handschrift lesen lernen. Das war eine große Herausforderung, aber mittlerweile läuft es ganz gut und dann komme ich zügig durch mein Material und mache dann auch Fortschritte. Meine ganze Freizeit in meiner Jugendzeit habe ich zum großen Teil in kirchlichen Jugendgruppen verbracht, also von irgendwelchen Ferienlagern bis hin zu Ministrantengruppen und so weiter. Aber dass ich studieren wollte, ist halt wirklich erst nach dem Abi eigentlich so gekommen, die Idee, das zu machen. Was mich damals gereizt hat, war, dass ich Pastoralreferent werden wollte, also in der Gemeinde arbeiten wollte. Das war ursprünglich das Ziel. Während dem Studium habe ich dann gemerkt, dass das vielleicht doch nicht so das ist, was ich machen will. Und am Ende vom Studium hat sich das einfach ergeben, dass ich in Kirchengeschichte eine Promotion schreiben kann. Ich war da lang Hiwi am Lehrstuhl und so bin ich im Grunde in die Kirchengeschichte reingekommen. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Mich fasziniert es immer mehr eigentlich, zu untersuchen, wie Leute Religion gedacht haben, gelebt haben und wie sich das auch verändert hat im Laufe der Zeit. Ich habe mit 7 Jahren angefangen, Klavier zu spielen, habe fast 10 Jahre Unterricht gehabt, habe dann eine ganze Weile auch im Chor begleitet. Mittlerweile mache ich es nur noch für mich persönlich in meiner Freizeit, einfach um runterzukommen, den Stress zu vergessen. Wenn ich Zeit habe, setze ich mich hin und spiele. Regelmäßig üben kann ich jetzt natürlich nicht mehr, das heißt, es rostet alles so langsam ein, aber es macht nach wie vor Spaß und ich setze mich gerne ans Klavier.